abgeschaltet. Okay, ich gehe ran. Die Position da aufs Korn! Ich hoffe, ich störe nicht bei der Arbeit. Die kann warten. Wer sind Sie und was wollen Sie hier? Ich heiße Nomad. Ich habe ein paar Fragen an General Paxton. Na, klasse. Hat der alte Mann sich etwa Ärger mit Sentinel eingehandelt? Ich bin nicht von Sentinel, aber hier passieren ein paar verdächtige Dinge. Ich will nur wissen, ob er etwas damit zu tun hat. Um die Uhrzeit schnappt sich der Alte meistens seine Angel und geht spazieren. Zu einem Wasserloch irgendwo in der Gegend, aber er hat noch nie was gefangen. Ich glaube, er ist kein guter Angler. Ach ja? Wo finde ich seinen Angelplatz? Darüber redet er nicht. Aber vielleicht hat er Fotos davon in seinem Büro. Sehen Sie sich ruhig mal um. Das mache ich. Danke. Da findet man sicher dicke Brocken.
Angriffe werden immer heftiger. Das sind auf keinen Fall nur noch Outcasts. Sogar die Zivilisten. Scheiße! Wir wissen ganz genau, dass wir draußen sind. Ja, ich weiß. Hörst du das? Das ist das Geräusch, das die Stille macht. Mach einfach deine Arbeit. Hier ist das Fuchsmäuschen still. Hier bei mir wird sich auch. Ist heute irgendwas beim Marinestützpunkt passiert? Mann, seit der Blockade herrscht tote Hose. Kontakt! Anscheinend lügt jemand, was seine Angelausflüge angeht. Aber wieso? Seine Arbeit. Hey! Was zum? Was war das denn? Sie kalt!
vorbereitet. Da draußen ist jemand. Sucht weiter. Anscheinend wurden alle Daten von dem Laufwerk hochgeladen. Alles Nötige sollte jetzt da sein. Sehr gut. Das Geld sollte in diesem Moment auf Ihrem Konto eingehen. Danke für Ihre Dienste, General. Ich freue mich auf zukünftige Updates. General Paxton. Schleichen Sie sich nicht so an, Sie erschrecken mich ja zu Tode! Sie sind eine von Pharaohs Leuten, oder? Ich habe gerade das Zeug vom Laufwerk hochgeladen und ihm geschickt. Wir dürften quitt sein. Sie sind armselig. Für wen halten Sie sich eigentlich? Ich hatte 4 Sterne auf der Schulter. Geben Sie nie freiwillig Infos preis, General. Sie haben gerade den Namen Ihres Komplizen verraten. Oh, Scheiße. Sie sind ein Ghost. Hören Sie, was ich getan habe, habe ich getan, um meinem Land zu dienen. Wir brauchen neue Waffentechnologien, um Amerika vor seinen Feinden zu beschützen. Aber dabei haben Sie sich selbst zu einem Feind von Amerika gemacht. Sie haben Ihre Position benutzt, um Verrat zu rechtfertigen. Hören Sie, wenn Sie wüssten, was ich für dieses Land geopfert habe, Sie würden sich in die Hosen pissen! Ich respektiere Ihren Rang, aber Sie muss ich nicht respektieren. Damit muss Schluss sein. Habe ich mich klar ausgedrückt? Gut. Weil ich nur sehr ungern nochmal herkommen würde. Das wäre für uns beide nicht schön. Vorbereitet.
Wir sind nicht allein! Scheiße!